Asche. Oh, fuck. Mehr von der Sorte. Raucht schon.
läuft. Aber im Krieg ist alles erlaubt, nicht? Ein bisschen Munition sparen. Wo ist denn der niedergegangen? Vielleicht was liegen lassen. Nein. Totalschaden. Ich glaube, das war ein Totalschaden. Haben wir jetzt alle Ventile betätigt? Nein, da glaube ich fehlt noch eins hinten. Und da ist noch was rot. Rot ist nie gut. Ach, muss grün. Kommt jetzt noch ein Mech? Oh nein. Ich glaube, der Weg ist frei. Gut, dann begeben wir uns nach unten. Oder nach oben, besser gesagt. Ich habe etwas gefunden. Ich glaube, es ist... Beckett, Gott sei Dank, du lebst. Ja, ich lebe. Ist noch alles dran. Beckett, Keegan und Manny sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Was war das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Tom. Ja. Ich bin froh, draußen zu sein. Krankenhaus, die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidatenvisiten zu Replika-Commander zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Geneviève Aristide denkt, Geneviève. Sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Seid ihr Mist 4? Oh, hier liegen Kippen. Ah, da ist eine Ratte. Oh. Oh, tu hier nix. Sind ja armlose Nager. Solange sie nicht mich annagen. Ups. Ja, wo soll ich jetzt hin? An die Oberfläche, aber wie? Da lang. In den Müllfässern hier. Ui, da schaut's aus. Alles voller Müll. Das taugt in den Ratten, gell? Hallo, Naga. Schon was ausgelaufen. Ich glaube, das war der falsche Weg. Hier geht's nicht raus. Hier ist eine Leiter. Oder? Ist hier eine Leiter oder nicht? Ja, da ist eine Leiter, siehst du? Ah, habe ich übersehen, muss ich nochmal ran. Im Laufschritt. Leicht übersehen. Rauf geht's an die Oberfläche. Bin ich zwar nicht scharf drauf, da ist ja gerade der Fallout noch im Gange.
Was ja auch nicht so gesund sein soll, habe ich gehört. Ah, Granaten, sehr gut. Schock. Eine habe ich nur. Moment, bin ich nicht gesegnet. Mit einer Vielzahl an Granaten. Aber da werden bestimmt noch einiges finden. Und ist eingestürzt hier, oder wie? Nee. Das sind Barackenbüros. Oh jeder. Sehe ich schon die ersten Anzeichen des Fallouts da draußen. Das Dach ist weg. Zahlreiche Meldungen von Replika-Aktivität in der ganzen Stadt. Wir versuchen herauszufinden, wie und warum sie aktiviert werden, um sie vielleicht per Fernsteuerung wieder deaktivieren zu können. In der Zwischenzeit sind Hemmungen unangebracht. Bei Sichtkontakt ausschalten. Die Explosion hat irrsinnige Interferenzen erzeugt. Daher kriegen wir noch immer keine Verbindung zur Zentrale. Wir können daher keine Verstärkung oder Ausrüstung anfordern, also bleibt nicht hocken, um auf Rettung zu warten. Tut einfach, was ihr gelernt habt und wir werden heil wieder herauskommen. Ja, das ist ein Optimist. Das lobe ich mir. Ich glaube an Rettung. Tür ist hin. Gehen wir durchs Fenster. Oh, geht schon wieder los. Mit den Alma-Interferenzen. Alma von Flake. Ah, habe ich es nicht gesagt. Granaten. In den Müll gehaut. Wasserbrunnen. Es gibt noch Elektrizität immerhin. Die Atomkraftwerke in der Nähe arbeiten noch. Schlag. Oh, fuck. So schaut's jetzt aus hier draußen. Nach dem Atombombenangriff. Oh shit. Das ist ein Wasserloch. Gleich als erstes ins radioaktive Loch gefallen. Sauber. Wo geht's lang? Hier? Oh shit, die sind alle.